HSGV-Fans, es schmerzt noch ein bisschen, wenn man drüber reden muss. Vergangenes Wochenende haben wir mit 3:2 gegen Koblenz verloren, obwohl wir mit 2:0 in Führung gegangen sind. Aber dieses Spiel haken wir ab und schauen nach vorne, denn am Samstag steht das nächste wichtige Spiel an gegen einen Gegner, gegen den wir noch eine Rechnung offen haben, nämlich gegen FSV Frankfurt. Und über alles Wichtige rund um die beiden Themen spreche ich heute wie immer mit unserem Cheftrainer Roland Salz und später auch noch mit unserem Torhüter Michael Geld. Roland, ich habe es gerade schon gesagt, 3:2 in Koblenz verloren. Wie sehr schmerzt es dich noch, wenn du dran denkst? Ja gut, wenn man dran denkt, schmerzt es immer noch. Aber sagen wir mal, in meinem Beruf hat man schon gelernt, das Ganze so schnell wie möglich abzuarbeiten mit der Mannschaft zusammen. Haben wir auch am Sonntagvormittag schon gemacht. Ansonsten machen wir es ja immer dienstags, weil es zeitlich auch sehr schwierig ist. Aber dieses Mal haben wir uns im Trainerteam die Arbeit gemacht, dass wir am Samstag nochmal alles geschnitten haben und am Sonntag schon präsentiert, damit wir dann am Dienstag, als wir gestartet sind, das Ganze abhaken. Und es ist abgehakt. Also, dass es vielleicht in den Köpfen noch drin ist oder dass es noch Thema ist, ab und zu ja. Aber wir gucken jetzt nur nach vorne, weil wir haben jetzt das nächste schwierige Spiel und deswegen bringt es nichts mehr, nach hinten zu schauen. Aber wurde dann besonders gehandelt, dieses Spiel, oder? Wenn du sagst, ihr habt euch die Arbeit extra gemacht, direkt nach dem Spiel noch alles geschnitten. Also es war für dich besonders wichtig, nochmal über alles darüber zu sprechen, oder? Ja, normalerweise ist es so, dass wir Dienstag immer einsteigen, Dienstag dann das letzte Spiel Revue passieren lassen. Das ist auch organisatorisch für uns immer sehr, sehr schwierig, das am Sonntag früh zu machen, weil, wie man ja weiß, der Serkan da auch zeitlich immer sehr gebunden ist mit seinem Beruf. Und deswegen haben wir es aber trotzdem hinbekommen, am Samstagabend das alles zu machen. Serkan hat das gut gemacht, mit mir abgestimmt. Und am Sonntag früh haben wir es präsentiert, damit wir einfach diese Emotionen, die wir schon noch am Sonntag ein bisschen inne hatten, einfach mitnehmen, dass jeder weiß, wie schwer und wie weh das getan hat. Und dass wir dann am Dienstag mit einer Woche starten, wo wir nicht mehr auf dieses Spiel eingehen. Worauf seid ihr gekommen nach dieser Analyse? Woran hat es gelegen, dass wir in der zweiten Halbzeit so nachgelassen haben, dass wir dieses Spiel noch aus der Hand gegeben haben, wobei wir ja eigentlich sogar noch höher in Führung gehen müssen davor? Ja, ich würde nicht mal sagen, dass wir nachgelassen haben. Das Problem war das, dass wir auf der einen Seite, sagt man immer so schön, die Abwehr sagt, haut vorne die Dinger rein und die vorne sagen, spielt ihr hinten mal zu null. Beides ist nicht passiert. Wir hätten das dritte machen müssen, das ist außer Zweifel. Aber ich sag mal, wir haben ja zwischen der 45. und 60. ja das Ganze bestimmt, haben die Chancen gehabt, dass wir dann in der Schlussphase nicht mehr die Umschaltmomente haben. Das war richtig. Aber es war auch so, dass wir es einfach noch schlecht verteidigt haben. Und wie gesagt, jetzt ins Detail zu gehen, das würde zu lange dauern. Aber das haben wir mit der Mannschaft gemacht und ich denke, das war auch okay. Und dann haben wir es abgehakt und jetzt geht es wieder weiter. Mit einem Sieg wären wir ja durch gewesen. Jetzt ist es immer noch nicht sicher, dass wir in der Liga bleiben. Macht dir die Tabelle aktuell schon Druck? Nein, um Gottes Willen. Also es gibt ja dann immer die schlauen Sprüche, wo viele sagen würden, wir würden gerne mit Freiburg tauschen. Ne? Ich meine, wir haben immer noch 4 Punkte Vorsprung. Es sind noch 2 Spiele zu gehen. Das bedeutet, Worms und auch Aalen müssen definitiv punkten, um uns einzuholen. Wir können theoretisch sagen, wenn sie nicht punkten, dann brauchen wir auch nicht mehr punkten. Aber wir wollen natürlich punkten. Wir wollen am Samstag im Heimspiel den Dreier einfahren, um einfach Ruhe zu haben und Planungssicherheit zu haben. Ich glaube, das würde uns alle gut tun. Wie können wir denn den Gegner am Samstag schlagen? Weil diese 3 Punkte, hast du gerade schon gesagt, würden uns gut tun. Und das Hinspiel lief für uns alles andere als gut. Haben wir ziemlich hoch verloren. Aber wir sind ein heimstarkes Team. Wie können wir das schaffen am Wochenende? Ja, indem wir erstmal wieder jeder von der ersten bis zur letzten Minute, so wie es halt einfach sich gehört, konzentriert, aggressiv, sauber arbeitet. Ja, mein FSV Frankfurt ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, die, sagen wir mal, bis vor, als sie ins Finale eingezogen sind im Hessen-Pokal, alles weggehauen hat, was man weghauen kann, auch in Ulm 4-1 gewonnen hat, wo keiner so leicht gewinnt und schon gar nicht 4 Tore schießt. Also man sieht schon, welche Qualität sie haben. Aber es ist jetzt so, dass für die Saison, für den FSV, was die Punktspiele betrifft, gelaufen ist. Sie werden sich aufs Pokalfinale nochmal konzentrieren. Und wir müssen einfach alles daran setzen, um Vollgas zu geben. Weil wenn man diese Mannschaft spielen lässt, auch wenn vielleicht ein bisschen, sage ich mal in Anführungszeichen, ich bin ja nicht in der Kabine in Frankfurt, aber ein bisschen vielleicht die Luft raus ist, werden sie alles dafür tun, um hier Punkte mitzunehmen. Es gibt einen Tabellenplatz, es gibt Punkte, es gibt Prämien. Also das werden sie schon tun und wir müssen einfach dagegen halten. Gerrit Skjær wird auf jeden Fall nicht mit dabei sein, der ist noch ein Spiel gesperrt. Wer kann denn mit dabei sein am Samstag? Ja, erstmal schon, wenn wir jetzt über Philly reden, auch David Tomic leider. Ja, es waren ja unsere 2 Verletzten bzw. Gesperrten aus dem Wormspiel. Tun beide immer noch sehr, sehr weh, weil wir sagen wir mal, in der Offensive jetzt nicht im Personal so bestückt sind, wie man es sich wünscht. Dass beide dann definitiv auch am Samstag wieder ausfallen werden, das tut uns schon weh. Ansonsten sind alle ja im Großen und Ganzen wieder auf dem Weg der Besserung. Also ich glaube jetzt, wenn man bis auf die Langzeitverletzten nimmt, können alle teilnehmen. Und es ist nochmal gut, dass wir da Gott sei Dank in Anführungszeichen dann aus dem Vollen schöpfen können, bis auf die bekannten Spiele.
Dann hoffen wir, dass es am Samstag funktioniert und wir endlich den Sack zumachen können. Also auf jeden Fall ganz viel Erfolg am Samstag. Ja, danke schön. Michi, erstmal danke, dass auch du dir jetzt kurz die Zeit genommen hast. Auch wir sprechen über das Spiel gegen Koblenz. 3:2 verloren am Ende. Auch du konntest es nicht mehr verhindern. Du hast aber schon ganz schön viele Schüsse pariert. Die Tabelle macht aktuell schon ein bisschen Druck. Wir sind noch nicht gerettet. Was geht dir aktuell durch den Kopf? Ja, ich denke einfach, wenn wir so wie die Spiele davor, bevor wir jetzt gegen Koblenz gespielt haben und gegen Hoffenheim, dass wir, wenn wir unsere Leistung bringen, dass wir eigentlich jeden schlagen können. Und wenn wir einfach an die Leistung anknüpfen, dass wir das eigentlich schaffen. Was denkst du, wie kam es dazu, dass wir in der zweiten Halbzeit das Spiel noch so hergegeben haben? Oh, ich kann es mir eigentlich selber nicht erklären, wie wir das Spiel hergegeben haben. Wir waren eigentlich gut im Spiel, haben bis zur 60. Minute eigentlich gut gespielt und dann haben wir halt nachgelassen. Ja, wir hätten das dritte, vierte Tor machen müssen, dann wäre es vorbei, aber es ist halt so gekommen, wie es gekommen ist. Was hat euch der Trainer in der Kabine nach dem Spiel gesagt oder jetzt auch in der Woche bisher, dass ihr jetzt vielleicht auch im Hinblick auf Samstag da nochmal ein ganz anderes Gesicht dann zeigen könnt? Ja, der Trainer hat uns vor dem Spiel schon gesagt, dass wir jetzt 3 Endspiele haben und wenn wir jetzt das gegen Koblenz gewonnen hätten, dass wir wahrscheinlich dass wir durch wären. Und ja, haben wir halt nicht hingekriegt. Deswegen sind die nächsten Spiele umso wichtiger, dass wir dort punkten und uns in der Klasse halten. Mit Frankfurt haben wir auch noch eine Rechnung offen. Das Hinspiel ging 5:0 aus. Das war schon sehr bitter. Wie können wir denn am Samstag den Gegner knacken diesmal? Ja, wenn wir diesmal einfach konsequent verteidigen, die Tore machen, uns einfach auf unser Spiel konzentrieren und nicht so einbrechen wie gegen Frankfurt im ersten Spiel, dann kriegen wir das eigentlich hin und schlagen. Habt ihr das Spiel trotzdem noch im Kopf dann, jetzt von vergangener Woche? Tut es dann noch weh für das nächste Spiel oder sagt ihr jetzt abhaken und weiter geht's? Nee, einfach abhaken, neues Spiel, neue Voraussetzungen, einfach das Beste geben, was wir können und dann einfach den Sieg holen. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Dann ja. Ganz viel Erfolg bis Samstag.